Mein Monat Juni. Herzlich willkommen in meinem neuen Video und auf meinem Kanal. Ich möchte heute gerne über den Monat Juni mit euch sprechen. Über Favoriten, über Emotionen und über alles Mögliche, was mich letzten Monat begleitet hat, was mich irgendwie ausgemacht hat und was ich gerne letzten Monat getan habe an Hobby und Sport und was mich irgendwie glücklich gemacht hat. Welche Gegenstände ich vermehrt benutzt habe, von denen ich sage, boah, das hat meinen Monat ausgemacht. Welches Buch ich gelesen habe, welchen Podcast ich gehört habe. Ja, meine Favoriten und ein bisschen mehr rund um den Monat Juni bekommt ihr jetzt. Fangen wir an mit der Serie des Monats Juni. Meine persönliche Serie des Monats ist auf jeden Fall Jane the Virgin. Für mich ist Jane the Virgin so eine richtige Wohlfühl, ich bin zu Hause angekommen und trinke einen Tee-Serie. Und ich liebe diese Serie, weil bei der Serie einfach einem das Herz aufgeht. Und für die Leute, die sich jetzt so denken, das hast du ja schon 3 Millionen Mal erwähnt auf Instagram und du hast es auch schon erwähnt in deinem Netflix-Video. Ja, habe ich. Aber für mich ist Jane the Virgin wirklich so eine Serie wie für andere Big Bang Theory und so. Ich gucke diese Serie wirklich recht häufig und immer wenn ich das Gefühl habe, ich möchte gerne ein bisschen runterkommen. Ich möchte irgendwie so ein bisschen so eine Serie zum Chillen, zum Entspannen und zum Herz aufgehen. Dann schaue ich auf jeden Fall Jane the Virgin. Ich muss wirklich sagen, dass mich diese Serie wirklich glücklich macht und erfüllt und mir einfach positive Gefühle beschert, wenn ich sie mir anschaue und deswegen schaue ich sie immer wieder. Ich habe mir jetzt gerade so gedacht, okay, ich habe jetzt gerade so hier auf meine Liste geguckt, ich habe hier so eine coole Liste und mir ist aufgefallen, ein paar Dinge wiederholen sich im Vergleich zum Monat Mai. Zum Beispiel auch Jack und Sam als mein persönlicher Lieblingspodcast. Deswegen werde ich da jetzt auch gar nicht so viel weiter drauf eingehen. Ich sage euch nur so viel. Ich höre Jack und Sam fast immer, wenn ich irgendwie bade und runterkommen will und mir so denke, boah, keine Ahnung, okay, ich kann meine beste Freundin jetzt irgendwie nicht anrufen, weil sie gerade unterwegs ist. Dann höre ich mir auf jeden Fall den Podcast Jack und Sam an, weil ich das Gefühl habe, ich sitze mit meinen besten Freunden in der Badewanne und höre ihnen zu und denke mir so, ja, das kann ich sofort unterschreiben und ich fühle das, was sie sagen und ich lache mich zwischendurch tot und fühle einfach mit, wenn sie mir irgendwas erzählen und das ist so ein richtiger Beste-Freunde-Talk und mir tut das sehr, sehr gut. Mein Lieblingsprodukt des Monats Juni ist in diesem Fall tatsächlich mein Tablet. Falls ihr euch jetzt so denkt, keine Ahnung, ist ja total langweilig, ein Tablet, das ist ja so nichtssagend. Das mag sein, aber für mich ist dieses Tablet diesen Monat auf jeden Fall unfassbar hilfreich gewesen. Und sehr bereichernd, weil ich damit mir super viele Dinge online bestellen konnte, die ich gebraucht habe. Ich konnte mir super verrückte Dinge bestellen und irgendwie hat es mir die Möglichkeit auch eröffnet, total die abgefahrenen Sachen zu kaufen. Also jetzt nicht irgendwie irgendwelche großen Sachen oder so, aber so ganz viele verschiedene kleine Sachen, wo ich mir so denke, boah, meine Neugier ist geweckt und ich kann meine Neugier und mein Bedürfnis nach neuen Sachen ausprobieren und so, das kann ich damit sehr gut stillen. Und genau deswegen hat es mich schon bereichert. Aber es hat mich in so vielen weiteren Ebenen irgendwie weitergebracht und ich konnte mit dem, ich wollte jetzt gerade das Produkt sagen, aber ich möchte eigentlich gar keine Werbung machen. Ich konnte mit dem Tablet auf jeden Fall auch super viel lernen. Den Podcast hören, den ich mir immer anhöre, Musik hören und mir auch ansonsten jegliche Inspiration suchen und Bilder bearbeiten und alles Mögliche. Und deswegen war auf jeden Fall mein Produkt des Monats mein Tablet. Mein Gefühl des Monats Juni war, dass ich ein bisschen von meinem Weg abgekommen bin und dass ich gerne zu meinem Weg zurückfinden möchte. Ich möchte gerne mehr Dinge machen, die mich persönlich erfüllen und die mich glücklich machen. Und ich möchte gerne wieder für meine persönliche Wahrheit leben. Weil jeder von uns hat ja irgendwie so eine persönliche Wahrheit und jeder hat einen Sinn im Leben, bei dem er glaubt, boah, das ist auf jeden Fall das Ding, wofür ich irgendwie morgens aufstehe. Und ich möchte gerne wieder zu mir zurückfinden in dem Punkt, weil ich da so ein bisschen abgekommen bin, aufgrund der aktuellen Situation. Und ja, ich möchte da gerne wieder zurückfinden. Und ich habe ein neues Hobby, liebe Leute. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, keine Ahnung, du hast ein neues Hobby und du spielst Gitarre oder so? Nein. Also erstens bin ich unbegabt, was Gitarre spielen betrifft und zweitens, ich habe tatsächlich ein neues Hobby, welches ich zusammen mit anderen Menschen machen kann, weil ich persönlich bin so ein Mensch, momentan verbringe ich halt sehr viel Zeit alleine oder mit halt ausgewählten Menschen, die halt wirklich an einer Hand abzählbar sind und normalerweise bin ich halt ein richtig sozialer Mensch und ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, meine Freunde viel öfter zu sehen und mit denen rauszugehen und zum See zu fahren und einfach lauter viele coole Dinge zu tun. Und aufgrund der aktuellen Situation ist das natürlich nicht immer so einfach. Man könnte jetzt sagen, ja scheiß drauf, aber das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unverantwortlich aus meiner persönlichen Perspektive. Weil ich da persönlich halt für mich eine Grenze gesetzt habe und halt sage, okay, ausgewählte Personen ja, Kontakte reduzieren ja. Und genau deswegen ist halt das Jahr 2020, obwohl es mein Ziel halt war, definitiv nicht das soziale Jahr geworden, zu dem ich es eigentlich machen wollte.
Ich habe mir dieses Jahr eigentlich vorgenommen, meine Freunde und meine Familie so viel öfter zu besuchen, weil ich sie einfach vermisse und ja. Was, muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich glaube, ich kann es einfach so stehen lassen, oder? Mir ist die Gesundheit von diesen Menschen halt auch super wichtig. Mein neues Hobby letzten Monat war auf jeden Fall Skypen, beziehungsweise Videocall, FaceTime, wie auch immer man es gerne nennen möchte. Auf jeden Fall geht es mir darum, dass ich sehr viel Zeit mit meiner besten Freundin verbracht habe und wir alles Mögliche zusammen gemacht haben. Wir haben irgendwie zusammen in der Küche gestanden. Ich habe sie mit zum Zähneputzen abends genommen und sie wiederum hat mich mit ins Wohnzimmer genommen. Und dann haben wir einfach ganz viel gequatscht und geredet und zusammen gegessen und vor allen Dingen auch zusammen produktive Dinge getan. Ich glaube, man muss jetzt gerade zu dieser Zeit nicht unbedingt noch erwähnen, dass es natürlich nicht so krass cool ist, irgendwie jetzt 3 Millionen Kontakte jeden Tag zu sehen. Und genau deswegen ist dieses Hobby halt wirklich ein neues Hobby für mich geworden, weil es mir wirklich gut tut, weil ich fast jeden Tag mit meiner besten Freundin quatsche und wir reden und wir zusammen essen, zusammen lernen und zusammen produktiv sind und auch arbeiten. Und mich persönlich erfüllt das mit einem riesigen Glücksgefühl, weil ich das Gefühl habe, ich bin gar nicht alleine hier. Weil das Ding ist, ich wohne halt auch relativ weit weg von meiner besten Freundin. Und sich mal eben spontan irgendwie zu sehen ist, ja, was soll ich sagen, Erwachsenenfreundschaft. Kennt ihr dieses, manchmal geht so ein Bild auf Instagram oder so rum. Da wird dann gesagt von wegen, der eine sagt, ich kann Montag, Mittwoch und Freitag. Und der andere sagt, toll, ich kann nur Samstag und Sonntag. Ungefähr so. Und die momentane Situation verstärkt das Ganze natürlich noch ein bisschen. Und deswegen ist für mich persönlich mein neues Hobby auf jeden Fall das Videocall mit meiner besten Freundin geworden. Weil ich das Gefühl habe, ich kann sie face to face sehen, ich kann mit ihr reden, ich kann mit ihr zusammen essen, zusammen lernen. Und es gibt mir persönlich einfach das Gefühl, es ist gar nicht so anders momentan. Also, liebe Grüße an meine beste Freundin, falls du das gerade siehst. Du tust mir sehr, sehr gut und ich bin dir voll dankbar. Zu der Rubrik, das tat mir gut, das habe ich gerade schon mal kurz angerissen. Mir tat es gut, mir verrückte Dinge irgendwie bei Amazon zu bestellen und bei anderen Seiten und einfach mal neue Dinge auszuprobieren und auch dazu werden Videos folgen. Falls ihr euch jetzt fragt, hey, was hast du denn jetzt schon wieder ausprobiert? Ich habe mir verrückte Dinge bei Amazon und Co. bestellt und möchte sie gerne mit euch zusammen testen und dazu werden auf jeden Fall noch weitere Videos folgen. Zu meiner Monatsmut kann ich euch auf jeden Fall sagen, dadurch, dass ich super häufig mit meiner besten Freundin skype, habe ich irgendwie so ein Büro von zu Hause aus Arbeitsgefühl. Falls ihr wisst, was ich meine. Ich bin produktiv von zu Hause aus mit meiner besten Freundin und das ist gerade irgendwie so das, was mein Herz erwärmt. In einem Mai-Monat-Juni-Video darf natürlich auch nicht der Fail des Monats fehlen. Ja, ich hatte ein Verdunklungsfollow. Die Betonung liegt auf ich hatte. Der mir auf Instagram folgt, der hat das wahrscheinlich schon gesehen. Ich hatte zuerst ein ganz normales blaues Rollo. Danach war dieses Rollo ungefähr so schräg über meinem Fenster. Also wirklich so, wenn das jetzt das Fenster ist und dann ist das hier so das Rollo. Es war sehr schräg. So. Ich habe nämlich das Rollo jetzt mehrfach zerstört und jetzt habe ich es komplett kaputt gemacht. Das hing nämlich so schief runter, müsst ihr euch vorstellen. Und ich habe dann dieses Rollo jedes Mal quasi auf Kippe, wenn ich mein Fenster auf Kippe gestellt habe, wenn das jetzt das Fenster ist und es war so auf Kippe, musste ich das Rollo, weil es jedes Mal immer runtergefallen ist, wenn man es irgendwie benutzen wollte, immer in diesem Kippfenster einhaken. Und richtig schlimm. Und ich wollte mir die ganze Zeit schon ein neues Rollo kaufen. Es ist nur bisher einfach nicht dazu gekommen. Ja, dann ist auf jeden Fall das passiert, was eigentlich jeder irgendwie mal absehen konnte. Ich habe das Fenster geschlossen, habe aber vergessen, dass das Rollo kaputt war. Und dann ist mir dieses Rollo einfach fast auf den Kopf gefallen. Und dann habe ich so einen kurzen Adrenalinkick gehabt. War richtig sauer, weil ich an diesem gesamten Tag einfach gefühlt nur Frustration verspürt habe. Und dann habe ich dieses Rollo gepackt und habe es runtergerissen. Boah, das klingt so aggressiv. Aber ich habe es halt wirklich einfach runtergerissen. Es ging mir danach deutlich besser und ich hatte auch keinen Bock mehr, dieses Rollo nochmal irgendwie zu reparieren, zu befestigen und weiter so ein provisorisches Kackteil an meinem Fenster zu haben. Da hatte ich einfach keine Lust drauf und genau deswegen habe ich jetzt Vorhänge. Mein Lieblingssport des Monats war auf jeden Fall Pole Dance. Es hat mir Kraft gegeben, gute Laune, Motivation und es hat mir einfach sehr, sehr gut getan. Was mir ebenfalls gute Laune gemacht hat, waren Aufklebetattoos. Ich weiß nicht, ob ihr diese Klebetattoos kennt, die klebt ihr euch so auf die Haut, tut da mit einem Schwamm irgendwie ein bisschen Wasser drauf und dann zieht ihr die Folie so ab und dann habt ihr hier so ein Tattoo. Ja, daran habe ich diesen Monat auch sehr große Freude empfunden und ich habe mir so coole Tattoos, hier solche, so goldene rausgesucht dafür. Ich hoffe, ihr seht das. So müsst ihr das, glaube ich, sehen. Und die haben mir sehr, sehr große Freude bereitet. Und die, die mir auf Instagram folgen, die haben gesehen, ich war an 2 verschiedenen Tagen hintereinander schwimmen. Im Freibad. Mit Abstand und allem Pipapo. Aber ich war auf jeden Fall kurz im Freibad und bin dann auch schwimmen gewesen. Und Leute, ich war 2-mal hintereinander schwimmen und ich bin immer so, dass ich nach dem Schwimmen nochmal dusche und bade.
Und die Tattoos haben tatsächlich 4 Tage gehalten. Trotz Baden und trotz im Freibad baden haben die Dinger einfach Bombe gehalten. Ich als Kind, wenn ich an diese Aufklebetattoos denke, denke mir so, ich wasche mir einmal irgendwie meine Haut und dann zack, sieht es aus wie verschrumpelt und halb abgeknibbelt so ungefähr. Das war mit den Tattoos nicht der Fall. Und genau deswegen habe ich mir übrigens neue von diesen Teilen bestellt, weil ich irgendwie voll gespannt bin und das jetzt gerne testen möchte, ob das jetzt allgemein besser geworden ist oder halt wirklich nur bei denen, die ich hatte. Ja, wisst ihr Bescheid. Mein Buch des Monats Juni ist auf jeden Fall ein Buch von Alexandra Reinwart, das Sexprojekt. Oh Gott, darf ich das überhaupt sagen? Okay, es ist auf jeden Fall das S-Projekt. Ich weiß nicht, darf man das zeigen? Es ist auf jeden Fall ein Buch, es ist super harmlos, aber es ist unfassbar lustig und gut geschrieben. Habe ich mir dieses Buch gekauft und die Unterschrift ist, wie ich mich auszog, die beste Liebhaberin der Welt zu werden. Und es ist so lustig geschrieben, es ist so cool und ich feiere das so sehr. Ich habe zwischendurch einfach richtig hart gelacht. Zwischendurch habe ich mir gedacht, boah, krass, davon habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja ein sehr spannendes Thema. Und mich hat dieses Buch bisher sehr gut unterhalten. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Ich bin bisher, ja, ungefähr knapp hier so bei der Hälfte angekommen. Definitiv eine Empfehlung meinerseits. Es ist super lustig, es ist super sympathisch geschrieben und ich feiere diese Autorin wirklich einfach sehr. Das war jetzt schon mein Monat Juni-Video. Ihr dürft mir sehr gerne schreiben, welcher Teil euch am besten gefallen hat. Und vor allen Dingen, was habt ihr im Juni irgendwie, wo ihr sagt, boah, ich habe mich den ganzen Juni über so und so gefühlt. Oder ihr sagt irgendwie, ich habe im letzten Monat auf jeden Fall auch ein Lieblingsprodukt gehabt und du musst dir das unbedingt angucken. Dann schreibt mir das sehr gerne drunter, ich bin sehr, sehr neugierig. Hattet ihr letzten Monat irgendwie einen Sport, wo ihr sagt, boah, da hatte ich richtig Lust drauf. Ich bin irgendwie viel öfter spazieren gegangen oder Inliner fahren oder Fahrrad. Schreibt es mir sehr gerne. Sind bei euch eigentlich die Freibäder offen? Ich habe letztens eine Instagram-Umfrage gemacht und dann, ja, kam heraus, dass einige mir geschrieben haben, hey, ich würde super gerne auch irgendwie mal wieder schwimmen gehen, aber bei uns haben die noch zu. Und das fand ich irgendwie sehr spannend. Wie sieht es bei euch aus? Dürft ihr mir ja sehr gerne schreiben. Dankeschön, dass ihr so lange dran geblieben seid und zugeschaut habt und ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten und ihr hattet Spaß und gute Laune und es geht euch gut und ihr habt ganz viel Sonne. Vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen, damit ihr auch regelmäßig Videos von mir zu sehen bekommt und ich freue mich sehr, euch im nächsten Video zu begrüßen. Ciao! Ja Leute, was soll ich sagen? Ich hoffe, ich bin scharf gestellt, weil normalerweise sitze ich ja ein bisschen näher an der Kamera. Ich weiß gar nicht, ob euch das auffällt, aber normalerweise sitze ich weiter an der Kamera. Ja, Allergien sind schon was Tolles. Und ich habe das Gefühl, wenn ich in die... Wenn ich, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt gerade fokussiert bin, also wie immer eigentlich, weil ich normalerweise viel näher an der Kamera sitze. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, aber wenn ich hier jetzt so meinen Arm ausstrecke und so, die Kamera ist definitiv nicht in meiner persönlichen Reichweite. Ja, deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt richtig eingestellt habe und los geht's. Ich werde euch das jetzt einfach so zeigen. Von Alexandra Reinwart, das S-Projekt nenne ich es jetzt einfach mal. Ich verlinke euch das auf jeden Fall einfach unten in der Infobox. Ich glaube, jeder kann sich denken, welches Wort dahin passt. Ich weiß noch nicht, ob dieses Video dann online kommt. Darf man solche Wörter sagen? Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall.